Und in Berlin begrüße ich jetzt den Ausschussvorsitzenden Klaus-Dieter Gröhler. Welche größten Lücken erkennen Sie denn in der bisherigen Aufklärung? Naja, das vermag ich so noch nicht abschließend zu sagen. Sie müssen ja sehen, wir haben noch über ein Jahr, wo wir Zeugen vernehmen. Und erst dann werden wir tatsächlich uns ein Gesamtbild machen können und zum Schlussbericht kommen. Aber was man sicherlich schon feststellen kann, ist, dass die Zusammenarbeit zwischen dem LKA in Nordrhein-Westfalen und Berlin nicht immer komplett gut geklappt hat. Und an der einen oder anderen Stelle gab es auch unterschiedliche Beurteilungen der Situation zwischen den Bundesbehörden und den Landesbehörden. Also die Zusammenarbeit der Behörden, sagen Sie, war möglicherweise nicht optimal. Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, dass der Föderalismus diese Zusammenarbeit schwierig macht? Das ist sicherlich in Deutschland ein ganz besonderes Thema, in der Tat. Da haben andere Länder wie Frankreich zum Beispiel uns gegenüber einen Vorteil. Sie müssen sehen, wir haben 16 Landesämter für Verfassungsschutz, wir haben 16 Landespolizeien, wir haben ein Bundeskriminalamt, eine Bundespolizei. Und das alles miteinander dann auch zu vernetzen und auch in der Beurteilung zu harmonisieren, das ist gar nicht so einfach. Und Sie müssen sich ja auch in die Situation von 2016 zurückversetzen. Damals gab es gerade auch nach den Anschlägen in Frankreich sehr, sehr viele Hinweise für die deutschen Behörden und die mussten im Einzelnen abgewogen werden. Und da scheint es dann sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch eine Fehleinschätzung gegeben zu haben. Aber die Zusammenarbeit innerhalb Europas scheint ja offenbar besser geklappt zu haben, denn schließlich wurde er ja nicht in Deutschland erwischt. Wobei ich jetzt nicht in der Frage, wo er denn tatsächlich Ding festgemacht wurde bzw. erschossen wurde, jetzt auf die Zusammenarbeit schließen lassen würde. Aber in der Tat, wir haben da ein föderales Problem. Wir haben auch ein Problem in der Frage, wann kann und sollte das Bundeskriminalamt einen Fall an sich ziehen. Auch die gleiche Frage stellt sich, wann ist die Bundesanwaltschaft zuständig. Alles das muss der Ausschuss noch aufklären. Und wir haben ja nicht nur ein Aufklärungsinteresse, sondern wir haben ja auch vom Bundestag den Auftrag bekommen, Vorschläge zu machen, welche gesetzgeberischen Maßnahmen sich daraus möglicherweise ergeben. Eine der großen Fragen ist ja auch, war er ein Einzeltäter oder nicht? Ich glaube, die Frage kann man heute noch nicht abschließend beantworten. Sicherlich ist richtig, dass er wohl Mitwisser hatte, inwieweit er Helfer hatte, die zum Beispiel nachher auch seine Flucht unterstützt haben. Die Frage kann ich Ihnen heute noch nicht beantworten. Wir wissen ja auch gar nicht, wie er durch Deutschland dann tatsächlich geflüchtet ist, warum er über Nordrhein-Westfalen die Bundesrepublik verlassen hat, ob er da noch jemanden getroffen hat oder Ähnliches. Wir hoffen, dass wir an der einen oder anderen Stelle das noch aufklären können. Wir wissen aber inzwischen, warum er im Ausland nachher viel eher sozusagen angetroffen wurde, weil dort die Videoüberwachung im öffentlichen Raum viel, viel intensiver ist, als das in Deutschland der Fall ist. Also würden Sie dafür plädieren, das auszubauen? Richtig. Das ist aus meiner Sicht sicherlich, das wird vielleicht der Ausschuss nicht in Mehrheit oder nicht bei allen Kollegen, sage ich mal, weil es hier unterschiedliche Auffassungen zwischen den Fraktionen, gerade beim Thema Videoüberwachung im öffentlichen Raum gibt, sein. Aber ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, sicherlich meine Fraktion, die CDU-CSU auch, dass wir die Videokamerasituation im öffentlichen Raum zur Bekämpfung von Kriminalität deutlich ausdehnen. Nun ist es nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern auch der Gesellschaft, sich um die Überlebenden zu kümmern. Es gab mehr als 100 schwer Verletzte. Wer kümmert sich wie intensiv um die Überlebenden? Also wir haben sicherlich daraus schon einen ersten Schluss gezogen, dass auch damals die Situation der Betreuung der Opfer nicht hundertprozentig gut geklappt hat. Wir haben ja jetzt das Sozialgesetzbuch vor einigen Wochen so geändert, dass auch Opfer von Kriminalität und gerade auch von Terroranschlägen gegen den Staat mehr Ansprüche haben, sowohl was die Opferhilfe angeht, als auch nachher was die finanzielle Unterstützung angeht. Das war bereits eine der Konsequenzen, die wir aus diesem furchtbaren, schrecklichen Attentat gezogen haben. Vielen Dank, Klaus-Dieter Gröhler, nach Berlin. Sehr gerne.